Moin Moin und willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Hogwarts. Und beim letzten Mal hatten wir Mrs. Sproddle geholfen und auch Frau Beaumont, Claire Beaumont, wenn ihr euch erinnern könnt. Und sie hat uns auch von ihrem Sohn erzählt, von Badolf. Hier ist ja ihr Bruder, glaube ich, genau. Und ist mir eigentlich ein bisschen was entgangen, denn den haben wir jetzt ja gar nicht gerettet. Beziehungsweise nicht rausgefunden, was mit ihm passiert ist. Und das machen wir jetzt nochmal. Wie ihr seht, wir können aber direkt dahin fliegen, denn wir haben ja den Ort da aufgedeckt. Müssen uns also nicht so hineiern. Aber hatte ich gar nicht mehr mit gedacht, dass er halt gar nicht mehr gerechnet, dass wir es gemacht hatten. Deswegen, ups, da ist das Dorf. Und da wollen wir dahin. Zack. Ist ja schon wichtig, dass wir rausfinden, was mit dem noch ist, bevor es weiter in der Hauptstory geht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor so. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. So, das Haus könnte auch von den Weasleys sein hier. So, fliegen wir mal. Wir wissen ja nicht, was mit dem passiert ist. Vielleicht ist er auch... Er hat sich ja an vielleicht der schwarzen Magie verschrieben. Da hinten, was ist denn das für ein Turm? Da müssen wir gleich mal auch einführen. Seht ihr den Turm da hinten? Sieht echt gruselig aus. Gruselig und cool. Da landen wir jetzt mal. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Trinkt dieser Imperius ein Wollpullover? Das muss Badolf sein. Oh, der trägt ein Wollpullover? Vielleicht will Madame Beaumont gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Ah. Naja, er ist anscheinend gestorben. In vier hätte man vielleicht auch anders lösen können, weiß man nicht. Warte mal kurz. Nein. Leviosa. Stell dich doch nicht so an. Was? Außer Rettungsreichweite? Ich war doch so dicht dran, dachte ich. Na gut. Dann halt nicht. Gut. Hier noch was drin ist in den Truhen. Naja, das war jetzt aber blöd, dass er so ein Inferi war. Also mal gucken. Oh, hier ist was drin. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt eigentlich kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der flüchtigen Meister, aber um mehr zu lernen, musste ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen mich, meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon hinter dem Rücken. Man hat mir beigebracht, Schwarzmagier nicht zu trauen, aber ich kann nicht aufhören, bevor ich genug Magie gelernt habe, um Claire, um mich selbst und Oxfield zu schützen. Ein Eintrag aus Badolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Bin ja mehr. Leviosa. Nur schnell mit dem Vogel. Oh. Ich pass auf dich auf. Und noch mehr Briefe liegen hier nicht rum, ne? Nee. Oder da noch irgendwas? Da. Was ich gerade bezeugt habe, stößt mich ab. Sie haben einen Ferius geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam ums Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort gesehen musste, zu verbergen. Aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um sie zu erschaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Badolf offenbar als Nächster dran sei. Da bist du ja auch gewesen. Komm ja nicht mehr drum rum, das bist du jetzt. Bist ja ein Inferi geworden. So, sagen wir ihr mal Bescheid. Wird sie nicht wer gerade hier wohl wohnt. Freut sich stimmen, was soll man machen? Aber ich hoffe, meinem Bruder geht es gut.
Oh. Wonach suchen Sie genau? Entschuldigung, ich will jetzt anders sagen. Besuch. Madame Bowman, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Bardolph? Was wissen Sie über meinen Bruder? Leider wurde Bardolph in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolph gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Bowman. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolph. Na gut, anders ging's ja auch nicht, ne? Bardolph. So, und jetzt gehen wir endlich unserer weiteren Bestimmung nach. Aber bevor wir das machen, lass uns einmal hier mal aufdrehen gucken. Wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal das hier machen. Das ist unser nächster Auftrag. Aber was wir auch machen müssen, wir müssen unsere Talente verteilen. Wir haben, glaube ich, noch 2 Talentpunkte. Schauen wir doch mal kurz. Deposo löst eine zusätzlich starke. Was ist das hier? Descendo treffen löst eine Schockwelle aus. Okay. Wir machen das vielleicht gleich, aber gucken mal, was es hier noch gibt. Na, ist ja gar nicht so schlecht, aber die haben wir ja schon alle. So. Gucken wir hier nochmal. Basiszauber reduzieren die Ablenkung von Zaubersprüchen. Das ist ja nicht so gar nicht verkehrt. Und ich brauche so ein Ding noch, leider. Damit ich noch mehr Sachen machen kann. Und das, also, beziehungsweise, dass alles ein bisschen leichter ist für mich. Und hier. Hier. Okay. Da, also im Raum der Wünsche gehen wir jetzt nicht. Jetzt wollen wir einfach mal diesen coolen Move machen. So. Wir müssen noch so ein Stückchen weit weg. Mal gucken, triffst du besser den Feldcroft. Das ist ein Stückchen weiter. Ziemlich am Arsch der Welt, wollte ich gerade sagen. Waren wir da schon? Nee, waren wir noch nicht. Aber wir können hier hin eiern. Dann sind wir schon mal ein bisschen dichter dran. Und wir sollten auch die anderen unterschiedlichen Punkte einsammeln, damit wir Flugpunkte. Ja, praktisch. Ich freue mich, damit wir auf jeden Fall nicht so viel immer fliegen müssen. Ja, und dann hier. Kurz mal runtergehen. Brief von Dermond an Patrice. Eine Woche ist vergangen und Arnold ist noch immer nicht zurück. Ich muss ihn finden, sollte er nicht vor mir zurückkehren. Ein gesegneter Tag. Ihr beide wartet auf mich. Versucht mich nicht zu finden. Wie sehr hoffe ich, dass unseren Jüngern nichts zugestoßen ist und dass unsere Befürchtungen bezüglich der Bestien, die von schwarzen Magie heimgesucht werden, so unberechtigt sind. Noch was. Ich hoffe, du findest diesen Brief und bist mir nicht böse, wenn du ihn findest. Ich muss diese Jagd fortsetzen. Du und Mutter braucht das Essen. Ich werde in 1 bis 2 Tagen zurückkehren. Sicher wie immer mit reichlich Fleisch. Dann werdet ihr erkennen, dass diese Bestien nicht von schwarzer Magie besessen sind, wie ihr behauptet. Okay. Klingt irgendwie nicht so vielversprechend, aber naja. Guck mal oben. Die Briefe sind hier aber nicht, okay. Revelio. Na gut. Ach, wir wollten uns eigentlich um die Hauptquest kümmern. Das machen wir auch sofort. Aber jetzt habe ich hier hinten noch irgendwas entdeckt. Ein Mega Power Trunk. Los geht's. Man entdeckt hier echt so viel, ne, in dieser Welt. Ich wollte diesen Wegen ein bisschen folgen, denn da gibt es ja auch noch andere Städte. Wir folgen mal kurz diesen Weg. Dann kommen wir zum nächsten Dorf nämlich. Und da können wir bestimmt auch wieder so einen
nennt sich das. Huch, wer ist sie denn hier? Hallöchen, wer bist denn du? Oh, hat er mir einfach mal hier so ein komplettes Ding aufgebaut. Hallo, haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo, ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Oh. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Ja, okay. Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Da, die brauchen wir auf jeden Fall. Malvenblätter. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Muscheln brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Bei mir Erbstück. Dieser Besen wird schon seit Generationen weiter. Oh, der sieht aber teuer aus. Brauchen wir nicht. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Oh, nicht dafür. Obwohl, warte mal. Ja, sagen wir noch einen hier. Können wir noch mehr einsammeln? Ah. Oh, weiter geht's mit Fliegen. Einmal zur Mühle da hoch. Was da so gibt. Wenn es da was gibt. Mein Gott, wie viele Sachen die noch hier, die hier reinbauen könnten, theoretisch. Oh mein, eine Hobbithöhle. Das sollte ich untersuchen. Was solltest du untersuchen? Ich will immer schon genug Galeonen haben. Okay, da komm, ich dachte, da kann man raufklettern. Komm mal gleich. Rebellion. Diese wunderschöne Borsche stellt einen magischen Vogel dar. Welcher Vogel genau? Unklar, aber manche glauben, es handelt sich um einen Vogel der mittelalterlichen irischen Druiden Cliodonor, die ihren kranken Schlaf sahen. Okay. Kann man leider nicht mitnehmen. Oh, kann ich auch machen. Hallo, Homora. So. Schön Glas Met hier. Oder Butterbier. Rebellion. Oh, hier ist gar nichts drin zu finden. Da ist ein Sack. Okay, ist da was drin? Oh, kein Highlight jetzt. Hä? Hier nicht. Mit Stupor kann man einen die Blocker aufhalten. Rebellion. Wingardium Leviosa. Die Arbeit. Aha, warte mal. Das machen wir direkt, wenn wir hier sind. Oho, welch angenehme Überraschung. Lazio. Incendio! Confringo! Okay. Sieht interessant aus. Soll mehr von denen geben. Bloß wo? Da oben. Mehr von denen? Muss es ja geben. Warte mal. Fliegen wir hoch. Da unten.
wäre selbst Merlin stolz. Sehr gut. Und da holen wir uns auch schnell den Reisepunkt. Der direkt vor uns ist. Den holen wir uns auch noch. Hallo. Wie schön, Iron Dale, Sie okay. Oh, hier ist auch noch eine Händlerin. Ich muss alle Händler abklatschen. Vielleicht kann ich auch irgendwo Malvenkraut bekommen. Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen. Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen? Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay, hat so ein Kram. Ein echter Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Gut. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Nicht dafür, gerne. So, weiter geht's. Na, muss ich den jetzt auch noch mitnehmen? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir die gleich mit. Unser letztes Malvenkraut. Und dann ab geht's zu Sebastian gleich mit. So. Ich hab nicht gesehen, aber es sieht so nach diesem Töpfen hier aus. Ins Zentrum! Okay, das war nicht der richtige Weg zumindest. Hier sind wir ein, das muss der letzte sein. Es müssen noch mehrere sein woanders. Ach, komm schon. Da ist noch einer. Ah, der zweite. Und es gibt auch schon einen dritten hier. Warte mal. Also hier ist einer. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Und dann ist auch eine, also würde ich behaupten. Incendio. Contrinto. Oh. Damit wäre das erledigt. Gut. Auch geschafft. Perfekt. Ziemlich cool. Warte jetzt. Fliegen noch hier unten ein bisschen längs, ja, ne? Gibt natürlich noch mehr Prüfungen, aber die können wir jetzt leider gar nicht alle machen. Das ist ein kleines Schloss. Die sahen auch schon mal besser aus. Kann man hier machen? Kann ich noch nicht, ne? Ich dachte, vielleicht kann man hier irgendwie was. Also so einen Reisepunkt oder so finden, aber das kann ich hier gar nicht. Na gut, wir fliegen erstmal jetzt zu Sebastian. Was ist das denn hier unten? Sieht auch aus wie ein Rätsel hier. Mit den Figuren, die irgendwo hinzeigen. Aber wir wollen jetzt erstmal das hier lösen.
So, bevor wir zu ihm hinrennen, gucken wir mal, ob wir hier einen Flugpunkt finden. Und wir beschnacken auch die Händler ein bisschen. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Auf jeden Fall Truhen, sehe ich gerade. Eindringling! Was? Aber meine ich mich? Ein Eindringling. Ich hab den Helm nicht angefasst. Und danke, dass du als erstes dich verdächtigst. So, reden wir mit dem Händler erstmal hier. Was er so hat. Moin! Freut mich, Sie kennenzulernen. Willkommen in meinem Laden. Ich bin Bernhard Njai. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Zeig mal, was verkaufen Sie hier? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Brauchen wir nicht. Also, vielleicht später irgendwann, aber jetzt gerade nicht. Zeit wieder vorbei. Hier ist irgendwas Rätseliges. Hier scheint irgendwas drin zu sein. Revelio. Der Brunnen von Belcroft. Der Brunnen versiegte vor etwa 400 Jahren wegen einer großen Dürre. Leider gab es infolgedessen viele Tote, darunter auch einen kleinen Jungen, dessen Vater sich noch Jahre darauf weigerte zu sprechen. Der Legende nach war die Lage gerettet, als eine Gruppe wohlwollender Hexenzauber einen noch niedergewiesenen mächtigen Magier und den... Ah ja! Deswegen genau, wo das herkommt. Hier war das. Hier ist das passiert. So, erstmal zu dir. Was haben Sie und jetzt suchen wir uns den kleinen Felcroft hier, den Sebastian, der steht hier oben. Guck mal, ist er. Du bist hier? Ja. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Felcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Oh, jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Hier lang. Wo lang? Hier runter wahrscheinlich, ne? Du kennst den Weg. Felcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Gehen wir mal rein. Hi, Anne. Mary Anne. Oh, ist sie das? Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Hey. Irgendwas können wir bestimmt machen. Tut mir leid, das war unschön. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Lass meine Sachen in Ruhe. Reden wir mit dir. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens, schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian an meinem ersten Tag kennen. Im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Ach, der Gemeinschaftsraum. Wie vielen Erstklässlern ich dort vorgemacht habe, dass ich am Fenster nixen sehe. Hogwarts fehlt mir sehr.
Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde. Ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso wie immer, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Erstmal lecker ein Äpfelchen essen. Wo ist der Vater jetzt eigentlich hin? Geht sie doch irgendwo hoch? Nö, wo ist der denn hingeeilt? Warte, ich dachte, ich könnte mit dir mal reden. Naja. Gut, dann reden wir mal. Also, wir können draußen ja mit Solomon reden. Läuft ja auch hier irgendwo rum. Da. Der Junge haut mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ah, sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Ich verstehe, was Sie meinen, Sir. Gut, ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Schade, ich dachte, können Sie doch irgendwie retten. Meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung. Ich versuche, ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Oh ja, vielleicht kriegen wir doch noch was raus. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Ja, ich hoffe, wir können was machen. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Okay. Aber nach was? Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Müssen wir doch irgendwie rauskriegen, was sie verflucht hat, oder? Wirf eine Gegner. Schutt herumwühlen. Renrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, mitzuwirken. Nur ein toter Zauberer ist ein guter Zauberer. Okay. Confringo!
Oh. Oh, ich habe getroffen. Incendio. Confringo. Confringo. Lazio. Okay. Hier oben verloren. Da ist noch einer. Und wo ist er? Da, jetzt steht er irgendwo. Okay. Da ist er. Das war dein letzter Fehler. Oh. Confringo! Du wirst bereuen, hier zu sein. Descendo! Defulso! Oh! Lazio! Victor! Confringo! Lazio! Confringo! Und das? Defulso! Lazio! Confringo! Ja, ist er noch. Ich wusste doch, dass du ungefährlich bist. Bringen wir sie zu uns. Confringo! Levioso! Confringo! Lazio! Du lässt es nach! Confringo! So! Affe! Ich gebe zu, das war etwas mehr Incentio. Als... Da schwebt er noch da oben. Okay. Was machen wir jetzt hier? Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Tja. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat. Und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Station für alles. Was ist das? Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Okay. Da sind auch ein paar Sachen, ein paar Maschinen. Oder wo? Ranrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit.
Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Lass uns mal machen. Lass mal zum Haus gehen. Gucken, ob wir irgendwas erkennen. Revelio. Am Brunnen stimmt irgendwas. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Mal reingehen. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als N verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Das finde ich aber auch. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morganock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Mann. Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Okay. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Ah, eine Treppe. Dann gehen wir nach unten. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewalt daran hindern. Soll ich die Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihr nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz ändern könnte. Ich habe gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater nennt, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihnen helfe, oder? Ich könnte Untersuchungen fortführen. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Ah, Lumos, das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ach Quatsch. Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Revelio. Lumos. Da liegt noch ein Brief. Das ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar von unseren Heilern tun, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen. Die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann, der etwa so alt ist wie mein Vater, sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühle den Drang, ihm das leichter zu schaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen. Ja, ein Tagebucheintrag von Isadora.
Ich sollte ihn aufbewahren. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich komm möchte mit. Fast Lumos. Die Luft anhalten. Gucken, wo wir landen. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da. Wow. Was ist das? Oh, ein Stück Karte, würde ich sagen. Oder was ist das? Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Was Hilfreiches okay. In der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Nein. Ist es mit unserem Gemeinschaftsraum verbunden? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Super. Gut, also ein Hauptauftrag wieder abgeschlossen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht hier. Aber das soll es gewesen sein für heute. Hoffe, ihr hattet euren Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.